Ich lasse dieses Geld jetzt verschwinden, vor euren Augen. Kein Scherz. Blinzelt nicht mehr, denn sonst ist der Moment verpasst und die Münzen sind alle weg. Okay, wisst ihr was, wir fangen sogar einfacher an. Ich fange mit einer Münze an. Das bedeutet, ich lasse die Münze jetzt verschwinden und wenn ihr wollt, verrate ich euch danach den Zaubertrick. Kein Scherz, ich darf als Zauberer meine Tricks nicht verraten, vor allem ich bin Mitglied im offiziellen Magischen Zirkel von Deutschland. Das ist eine Vereinigung von Zauberern, teilweise ziemlich alten Zauberern, die sagen, niemals Zaubertricks verraten. Aber ich sag mir, ey, ich habe damals mit dem Zauberkasten angefangen zu zaubern und da hat ein Zauberer anscheinend seine Tricks verraten. Deswegen, wenn ihr mit dem Zaubern anfangen wollt, muss es ja jemand machen und euch einen Trick verraten. Und das mache ich jetzt, okay? Das bedeutet, ich zeige euch ganz einfach, wie man eine Münze mitten in der Luft verschwinden lässt. Habt ihr jetzt geblinzelt oder wo ist die Münze hin? Es ist tatsächlich einfach verschwunden. Ist ein bisschen traurig, dass ich nur Geld verschwinden lassen kann und nicht erscheinen lassen. Das wäre ziemlich geil, wenn es andersrum geht. Aber wie auch immer, bewertet gerne den Zaubertrick von 1 bis 10. Ich werde ihn euch jetzt gleich erklären, falls ihr Lust habt. Und dann könnt ihr jeden verblüffen, indem ihr Geld verschwinden lasst. Von anderen Menschen. Und dann lasst ihr es erscheinen in eurer Hosentasche. Das wäre doch... Okay, das übe ich mal. Wie habe ich euch gerade abgelenkt oder was habe ich gerade überhaupt getan, dass das Geld tatsächlich verschwunden ist? Wie habe ich das Geld vor euren Augen in Luft auflösen lassen? Ich möchte euch den Zaubertrick verraten, kein Schatz. Wie gesagt, als Zauberer darf man es eigentlich nicht. Ich bekomme jetzt wahrscheinlich richtig Ärger mit anderen alten Zauberern, die sagen, keinen Zaubertrick verraten. Aber ey, ich verrate euch die einfachen Tricks, damit ihr sagt, boah geil, ich will mehr Tricks sehen. Und dann kommt ihr zu meinen Shows. Ihr findet die Termine hier überall auf der Webseite. Das heißt, kommt gerne vorbei. Ich freue mich auf euch. Also passt auf, ihr braucht eigentlich nur eine Münze. Egal was für eine. Ich habe jetzt große Münzen, chinesische Münzen. Und ihr könnt natürlich auch Euros nehmen oder so. Bei großen Münzen ist es ein bisschen leichter, die zu palmieren. Palmieren bedeutet, wenn man sie zum Beispiel jetzt in der Hand irgendwo heimlich hält und niemand weiß, wo ist sie gerade, ist ganz einfach. Dann kann man sie ein bisschen besser halten. Zum Beispiel so in der Hand. Okay, ihr könnt jede Münze nehmen, passt auf. Ihr nehmt die Münze und jetzt kommt erstmal die Ablenkung. Die Ablenkung funktioniert schon die ganze Zeit und zwar, ich rede mit euch, ich schaue euch an. Und währenddessen merkt ihr nicht, wann der eigentliche Moment passiert, wenn die Münze verschwindet. Das bedeutet, ich hantiere auch rum, die Münze wird hin und her geworfen. Ihr habt keine Ahnung, wo soll ich jetzt hinschauen? Mal ist die Münze in der linken Hand, in der rechten Hand, mal ist sie am Ellenbogen, keine Ahnung. Und dann letztendlich, wenn ihr denkt, jetzt ist der Moment, dann ist es schon längst vorbei und die Münze ist verschwunden. Und ich verrate euch jetzt, wie es funktioniert. Nehmt euch eine Münze, macht direkt mit. Ihr braucht nichts weiter als zwei Hände. Ich hoffe, ihr habt beide noch. Und eine Münze, hoffe, ihr habt auch eine. Und einen Tisch. Den habt ihr bestimmt und dann seid ihr bereit zum Mitzaubern. Das Wichtige ist, dass ihr während dem Trick sitzt. Aber Marv, du stehst gerade. Ja, aber ich habe hier unten eine Decke liegen. Das bedeutet, ihr hört wahrscheinlich gar nicht, vor allem wenn ich währenddessen rede, gar nicht, wenn irgendwelche Sachen runterfallen vom Tisch. Und das ist genau der Trick. Das bedeutet, ich lenke euch die ganze Zeit ab. Die Münze fliegt hin und her. Und beim letzten Moment, wenn die Münze in die linke Hand kommt, ist sie gar nicht mehr in der linken Hand, sondern die ganze Zeit schon... in der rechten Hand. Das sieht genial aus, oder? Manchmal stehe ich stundenlang vorm Spiegel und mache genau das, die Münze anscheinend in die linke Hand geben und dann ist sie in der anderen Hand. Oh Mann, das sieht Hammer aus. Ja, und das passiert eigentlich nur. Das heißt, ich lege sie anscheinend in die linke Hand und ihr merkt schon, die Hand ist an der Tischkante und jederzeit kann die Münze runterfallen. Das heißt, ich zeige euch, wie es geht. Ihr werft die Münze einmal hoch, dann landet sie ungefähr hier in der Hand, also mittig. Und dann könnt ihr, während ihr sie rüberlegt in die andere Hand, ganz einfach mit den Muskeln die Münze einklammern. Das heißt, die Münze ist quasi festgeklebt durch eure Muskeln. Und das heißt, diese Bewegung, ihr legt sie anscheinend in die andere Hand, kann genauso natürlich aussehen wie normalerweise, nur sie bleibt in der rechten Hand. Übt es mal mit mir mit. Das heißt, genau das hier, sehr geil. Und wie gesagt, ihr macht das so oft, zack, zack, zack und dann beim letzten Mal... dann passiert es, ist es total simpel, wirklich. Und als kleiner Tipp, falls ihr denkt, wie greife ich die? Ihr könnt während der Bewegung, während ihr sie rüberwerft, nochmal mit dem Mittelfinger, ja, mit dem Ringfinger wahrscheinlich auch nochmal, die Münze in die Hand drücken. Das heißt, so, geht ganz einfach dann, okay? Das heißt, in einem Flow, 1, 2, 3, die Münze ist verschwunden. Aber die Münze ist natürlich noch in der rechten Hand. Das ist die zweite Möglichkeit, wo sie sein kann. Jede Zuschauer guckt hin. Deswegen, zack, in die andere Hand werfen und währenddessen schon mal runterfallen lassen auf euren Schoß oder wenn ihr steht, einfach auf dem Boden, wenn es eben
gepolstert ist und keine andere Münze unten liegt. Ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört, dass sie übereinander gefallen sind. Naja, wie auch immer, falls ihr mehr Zaubertricks lernen wollt, folgt mir auf Instagram, TikTok, YouTube und auf meiner Webseite findet ihr auch andere Zaubertricks mit Erklärungen und vor allem die Termine für meine Magic Dinner. Falls ihr wollt, kommt gerne vorbei. Dinnerabend mit Zaubershow kombiniert. Ich freue mich auf euch. Haut rein. Ich heiße Marv, der Zauberer.